Frau Professor Karin Mölling, herzlichen Dank für die Gelegenheit zum Interview. Sie haben erklärt, dass Sie sich in Ihrer Ehre als Virologin gepackt fühlen, was die Einordnung und die scheinbar einvernehmliche Einordnung in der Fachwelt der gegenwärtigen Situation angeht. Was meinen Sie damit? Warum sind Sie in Ihrer Ehre gepackt? Ja, weil alle Entscheidungen, die jetzt gefällt sind, und die sind ja ganz gravierend für die gesamte Welt, wird immer gesagt, die Entscheidungsträger wären zu diesen Aktionen gezwungen, weil sie beraten werden von der Wissenschaft und ihren Büros und Ämtern. Also das Robert Koch ist da die führende Rolle und dann ist da die anderen Virologen, lasse ich jetzt mal weg. Aber offensichtlich zieht man sich auf die Sachkompetenz von Virologen. Und ich bin nicht mit den Aussagen der Virologen, die im Moment offensichtlich die Basis sind, einverstanden, weil ich die Konsequenzen, die gezogen werden, zu scharf finde. Sie sind selbst? Ja, es sind kompetente Virologen, aber was auf der Basis dieser Sachkompetenz geschlossen wird, damit bin ich nicht einverstanden. Um das für die Zuhörer auch einzuordnen, Sie selbst sind ja ausgewiesene Expertin, Sie sind Virologin, haben im Bereich der HIV-Forschung Bahnbrechendes geleistet, aber auch allgemein in anderen Gebieten der Virologie Verantwortung getragen für die Universität Zürich, aber auch für das Weltwirtschaftsforum, das World Economic Forum. Das ist richtig. Ja, ich war in der Universität Zürich per Vertrag verpflichtet, mich zu infektionspolitischen Fragen für die Schweiz zu äußern, war ich ja öfter auch im Fernsehen, habe ich auch sehr ernst genommen. Da war SARS-Corona-1, dann gab es die zwei Influenza-Epidemie, die Vogelgrippe, die Schweinegrippe mit Mexiko, dann gab es immer wieder Rückfragen. Ich musste jedes Jahr für das World Economic Forum parat sein für den Fall, dass bioterroristische Attacken kamen. Also das war schon alles ziemlich, musste ich mich anstrengen. Und ich bin also nicht ganz unerfahren, was war denn die Entscheidung für die Basis, für die Uhrenmesse in Basel, soll man die schließen oder nicht? Solche Sachen sind gefragt worden. Und jetzt bin ich eigentlich der Meinung, dass was läuft, ist von so weitreichender Konsequenz für die ganze Welt. Ich bin überzeugt, ich kann nichts ändern und vielleicht Deutschland auch, sind wir so nach einem MeToo, ein anderes MeToo, sind wir so gefangen, dass dieses jetzt alles passiert und das macht mich besorgt. Die Vorwürfe, die jetzt geäußert werden, lauten ja, jeder, der jetzt Kritik äußert, untergräbt die öffentlichen Schutzmaßnahmen und gefährdet damit Menschen, gefährdete Personen, insbesondere Alte und Schwache. Sie selbst erkennen natürlich die Schutzbedürftigkeit von alten und schwachen, immunschwachen Menschen an. Sie sagen aber, wenn ich es richtig verstehe, es gibt andere Möglichkeiten, diesen Schutz in gebotenem Maße sicherzustellen. Also erstmal gehöre ich zu der Kategorie. Ich rede ja mit den Alten gemeinsam. Ich bin in meinem ganzen Bekanntenkreis, gehören sie fast ausnahmslos zu diesen Alten. Also ich sage nichts dagegen. Und es ist ganz sicherlich richtig, es gibt seuchenpolitische Maßnahmen und die heißen Abschottung, Eingrenzung, Reduktion des Tourismus, der Verkehrsmittel, zum Beispiel des Fliegens, der Bahn, das sind alles Maßnahmen, die muss man beachten. Vor allen Dingen, die sind ja innerhalb von Räumen und da ist die Ansteckungsgefahr ja viel größer als außerhalb. Also das muss passieren. Weiterhin dann diese Infizierten mit SARS-CoV-2 im Wesentlichen erst eigentlich krank werden. Das ist ja eine milde Erkrankung, das darf man gar nicht mehr sagen heute. Aber es ist eigentlich eine bei normaler Infektion für 80% der Leute milde. Nur es gibt eben die alten Schwachen, die sonst noch Sekundärkrankheiten oder mehrere davon haben, die können erkranken und zwar mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Also müssen wir die Schwachen und Alten, weiß ich nicht, 18, 80 und aufwärts, da muss man ganz klare Abgrenzungen treffen, nicht reisen, nicht raus, sich keinen Infektionsgefahren aussetzen. Dafür bin ich. Diese Argumentation, dass die Schwere der Erkrankung unser Gesundheitssystem überfordert, die ist grundsätzlich auch eine ernstzunehmende Gefahr. Habe ich das richtig verstanden? Ja, jetzt reden Sie aber von der Verfügbarkeit des Gesundheitssystems. Ich habe jetzt erstmal allgemein gesagt, die Alten müssen sich mal schützen, zurückhalten, andere einkaufen lassen und Kinder und Enkel und Familie weghalten. Genau, das Argument läuft ja, wenn ich es richtig verstehe, in der Öffentlichkeit so, dass gesagt wird, weil diese Ansteckung so leicht ist, würde dann die potenzielle Last auf unsere Krankenhäuser, auf die Intensivstationen zu groß werden, wenn wir nicht diese
Maßnahmen mit Social Distancing und jetzt ja, wie in Bayern schon den Nachrichten nach zu entnehmen ist, beschlossen mit Ausgangssperren, wenn wir das auch nicht machen. Ja, es ist aber nicht nur zur Schonung, eigentlich wenn man das Gesundheitssystem schont. Und was Sie eben sagen, das ist jetzt wegen des Gesundheitssystems, aber man kann auch sagen, was hat denn das für Konsequenzen auf die junge und nächste Generation? Und meine Frage, die ich stelle, ist natürlich, muss man in der Politik immer ethische Entscheidungen fällen, aber ich finde die Verhältnismäßigkeit zwischen dem, was die Politik jetzt entscheidet und was da die Konsequenzen für die nächste Generation sind, die finde ich sehr gravierend. Ist natürlich immer die Frage, fahre ich, wenn das ein automatisches Auto ist, soll es den Fahrradfahrer totfahren oder das Kind mit dem Ball? Das sind so die Entscheidungen, die man dann dem Auto einspeisen muss. Ethische Fragen. Und ich bin der Ansicht, wenn man die Alten schont, will man das auch nur begründen damit, dass man die Krankenhaussituation in den Griff bekommt oder dass die nicht das nicht schafft. Dazu kann ich nur sagen, die Krankensituation hat schon mal, ich habe noch heute zufällig gesehen im Ärzteblatt, die Leiterin der Ärztekassenärztlichen Vereinigung oder irgend sowas, die hat gesagt, wir haben schon 2018 60.000 Patienten in den Kliniken mehr versorgen müssen in der Krise der Influenza-Epidemie im Winter 2018. Diese Epidemie hat 25.000 Tote gekostet. Das heißt, da waren doch sicher sehr viele auch in der Intensivstation, vielleicht an Ventilatoren. Die Zahl, die an Ventilatoren hängen, weiß ich ja nicht, die wird nie gesagt. Aber die sagt, wir haben 60.000 in den Kliniken beherrscht und wir haben keine Sorge. Also wenn das so ist, auch für jetzt keine Sorge, dann wenn das so ist, dann frage ich mich, ab wann ist denn eigentlich unser Gesundheitssystem so dramatisch überfordert? Wir gucken nach Italien, es ist aber eine andere Situation. Was brauchen wir? Was ist daran anders? Ich komme gern zurück, aber wir brauchen wohl 10.000 neue Ventilatoren. Die Trägerwerke strengen sich an, das schaffen sie bis Weihnachten, das sagt der Laschet so, das geht nicht so schnell. Dann fehlen 4.700 kompetente Pflegepersonal, die mit solchen Geräten auch umgehen können. Also das ist ja vielleicht offensichtlich eine Besonderheit für die Ventilatoren, das mag sein, aber vielleicht auch eine große Sparmaßnahme, wo fehlen denn diese 4.700 Leute und warum hat das vor 2 Jahren so gut geklappt? Diese Fragen, ich kann ja immer nur Fragen stellen. Es gibt ja nicht alle Informationen. Und das macht mich besorgt. Denn wenn das vor 2 Jahren zu schaffen war, warum ist das jetzt nicht zu schaffen? Das muss man wirklich fragen. Und die Konsequenzen sind gravierend. Die Konsequenzen oder die befürchteten Konsequenzen laufen ja. Nein, die Konsequenzen, die jetzt schon laufen. Die befürchteten Konsequenzen sind für mich eine andere Sorte. Die befürchteten Konsequenzen sind noch nicht eingetreten. Das sind die Kliniken. Wir haben bis im Augenblick, haben wir, ich weiß nicht, 200 Todesfälle in Deutschland. Ach, noch nicht mal. Wir haben 31 Todesfälle hat das Robert-Koch-Institut vermeldet. Eben angegeben. Ja, nein, ich bin über die momentanen Konsequenzen für die insgesamt wirtschaftlichen Konsequenzen und die Panikmache und das alles, das macht mich besorgt. Ich sehe also dieses Problem. Gestatten Sie mir da eine kurze Nachfrage. Das, was argumentativ benutzt wird, um die Maßnahmen zu rechtfertigen, lautet etwa so, dass man aus der Entwicklung in China weiß, dass sich das exponentielle Wachstum dramatisch verschärft und dann die Überforderung des Gesundheitssystems kurzfristig eintreten könnte, wenn die Kurve nicht abgeflacht werde. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagen Sie aber auch, dass die Übertragbarkeit der Kurve von China so ohne weiteres gar nicht zulässig ist, weil es sich um andere Bedingungen handelt. Was ist daran anders? Ich meine, man macht eine Hochrechnung und sagt, aufgrund dieser Hochrechnung, und alle Hochrechnungen sind stark mit Annahmen und Voraussetzungen ja erst treffbar, weil wir nicht die Fakten alle parat haben. Jetzt rede ich von der Wissenschaft her. Gestern ist ein Artikel, ich komme auf Ihre Frage zurück, ein Artikel erschienen, wenn wir annehmen das und dann werden Voraussetzungen gemacht und dann kommen dramatische Konsequenzen. 5 Monate Schule schließen. Gestern ist das wissenschaftlich publiziert zwischen England und Amerika. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen und ich finde nicht, das sollte man breit treten, sondern es ist einfach zu viele Annahmen in diesen Aussagen drin und das ängstigt die Menschen. Wenn Sie mich jetzt fragen,
wie bei uns die Zahlen sind, die weiß man ja gar nicht so genau. Wir haben eine Wachstumskurve und die kennt jeder Wissenschaftler. Das ist ein logarithmischer Anstieg, diese Wachstumskurve, und die ist für Italien schon weiter fortgeschritten. Da ist man auf diesem aufsteigenden Ast weiter. Die Schweizer sagen 9 Tage. Dann kommt die Schweiz, die ist uns 4 Tage. Also die Italiener sind uns 9 Tage voraus, die Schweizer sind uns Deutschen auch ein paar Tage voraus, dann kommen wir und hinter uns her hinken die Amerikaner und die Engländer. Das ist diese Wachstumskurve und die kennt man. Und heute wurde gesagt, wir sind auf dem aufsteigenden Ast der Wachstumskurve. Naja, die nimmt an Fahrt auf, das stimmt, das weiß man, und die nimmt zu. In China waren ja andere Situationen. Also erstmal ist China... Das Neujahrsfest war ja da die große Problematik, und die Mobilität ist einer der größten Probleme bei einer Virusausbreitung weltweit. Auch bei uns ist die Mobilität ja als erstes reduziert worden. Jetzt im Endeffekt sind die Flüge alle lahmgelegt. Wenn Sie Ebola angucken, das blieb früher in einem Urwalddorf lokal. Jetzt ist es in 3 Ländern, weil die Mobilität so zunimmt. Die kleinen Fahrzeuge, die Schulen, die Märkte. Man ist jetzt viel internationaler, auch in Afrika. Dann nehmen Epidemien zu und wir zahlen den Preis für unsere tolle Mobilität. Diese Meinung habe ich. China hat da eine andere Situation, weil es ja Millionen waren, die sich da auf Reisen begaben. Dann muss ich dazu sagen, und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, in China herrscht Smog. Sie haben die Maschinen runtergefahren, sie haben die Luftverschmutzung, Pollution runtergefahren. Aber in Peking, wo ich vor 2 Jahren war, hat jeder gehustet. Man nennt das Peking-Cough. Die Leute haben alle schwere Lungeninfektionen, weil sie durch den Smog kriegen. Nicht die Mikroben, die im Smog sind. Man kann sich draußen nicht an Mikroben anstecken. Die Luft kann noch so dreckig sein. Aber die haben Lungenschäden, weil die Smog, das sind ziemlich große Partikel, die werden bemessen. Und die sind zu groß und die schaden. Da gibt es eben fast keinen, der nicht eine Lungenproblematik hat. Und die sind natürlich ganz schlecht dran, wenn nun auch noch sich obendrauf ein SARS-Coronavirus setzt. Also da ist die Situation anders. Zweitens weiß man gar nicht, wie die Dunkelziffern sind. Das ist immer das Problem. Man bezieht die Sterblichkeitsrate auf eine bekannt gewordene, das sagen die Leute korrekt, Infektionszahl. Die ist aber ganz sicherlich ganz oft ein Faktor 5 bis 10 unterschiedlich oder auch eine Dunkelziffer von 5 bis 10. Wenn Sie nach Wuhan gucken und Wuhan Land, in Wuhan Stadt ist die Infektionsrate vielleicht, die Todesrate vielleicht 2%, und dann auf dem Lande sagt man mindestens ein Faktor 5, vielleicht ein Faktor 10 geringer. Da ist es sauberer, da sind die Leute nicht so dicht aufeinander. Wenn man sich mal die Wohnungsstruktur in einer Großstadt in China anguckt, das sagen mir die Kollegen und Mitarbeiter in Zürich, die aus China kommen, die sagen, ich könnte mir das nicht vorstellen, doch ich habe es gesehen. 10 Hochhäuser auf einem kleinen Viereck, in jedem Hochhaus 1.000 Leute, 10 Hochhäuser macht 10.000 Leute, alle unten in denselben Laden, alle unten zum Sport, alle unten in die U-Bahn, keine Räder mehr, sondern zu Fuß, und die Straßen sind voll. Das ist das Problem in China. Deswegen machen die Ausgehverbote und deswegen machen sie diese wahnsinnigen großen Entscheidungen, dass sie sagen, wir müssen die Leute daran hindern, auf die Straßen zu gehen. Das ist anders bei uns. Wir dürfen nicht China das Vorbild nehmen. Außerdem, jetzt kommt es ja in China, die Infektion schon wieder zurück. Jetzt hat man sie runtergetrieben. Was denken denn die Menschen, wo das Virus bleibt? Das verschwindet nicht nach 4 Wochen. Und in China haben sie jetzt eine große Reduktion der Infektionsrate. Auch da ist China fast tolles Vorbild. Also was die geleistet haben, ist großartig. Aber was jetzt passiert ist, das Virus kommt jetzt mit der Reaktivierung der Wirtschaft zurück. Und besonders stark ist das offensichtlich in Korea. Die haben einen so Schnelltest. Da konnte man mit dem Auto vorfahren und kriegt dann ein paar Stunden später einen Anruf, ob man infiziert sei. Das haben sie wahnsinnig gut in den Griff gekriegt. Aber jetzt kommt da auch schon nach dieser starken Reduktion, jetzt wenn man das lockert, kommt das Virus zurück. Ich habe gestern von Herrn Drosten diese Wahnsinnsaussage gehört. Ja, wenn das Virus dann zurückgegangen ist, dann muss man mal gucken, ob man es wieder lockern kann. Dann geht die Wirtschaft im Zyklus rauf und runter und die Infektionsrate im Zyklus rauf und runter. Ja, das wäre dann so. Ich weiß nicht, ob das die Leute gerne nachvollziehen können. Das wäre ja eine fatale Entwicklung.
Es hat gestern im Robert-Koch-Institut, vorgestern hat Herr Wieler gesagt, und er hat sich heute sehr schwer verteidigt, 25% der Deutschen sind nicht einverstanden mit den Aktionen, die man im Moment hört. Das fand ich interessant, das hat er gesagt, und er kriege sehr viel Kritik, auch Kredit, aber auch Kritik. Und er hat gesagt vor 3 Tagen, 10 Millionen Deutsche werden infiziert. Das ist eine gigantische Zahl. Glaube ich die oder glaube ich die nicht? Ja, ich habe den Verdacht, die könnte stimmen. Denn wir haben frühere Episoden ja zum Vergleich. Jetzt kommt es sehr genau darauf an, wie ist die Sterberate? Mhm. Wenn wir in den nächsten 2-3 Monaten 10 Millionen, und so hat er gesagt, 2-3 Monate ist von ihm, 10 Millionen Infizierte haben, dann nehmen Sie mal 0,1%, dann sind das 10.000, das ist vielleicht zu gut. Sind es 0,5%, dann sind es 50.000. Dann haben wir immer noch nicht die 60.000 der Damen von dem Ärzteblatt von vor 2 Jahren. Also selbst wenn diese 10 Millionen eintreten, habe ich immer noch den Eindruck, die meisten Kliniken können das schaffen. So jedenfalls hat diese Ärztin sich ausgedrückt. Es sind natürlich Zahlen, die kriegen die Leute eine riesen Panik. Ja. Ich muss dann immer erstmal umrechnen und sagen, aha, ja, gut, aber 80.000 Influenza-Infizierte haben wir auch schon dieses Jahr. Ja, da sind ja vielleicht auch schon 800 Tote. Ich glaube, das ist die Größenordnung. Und die sind auch noch in den Kliniken. Und man muss die Dinge in den Zusammenhang stellen. Wir haben jede Woche einen Sterbefall alleine in Berlin für die multiresistenten Keime in den Kliniken. Ja, Deutschland hat wahrscheinlich 25 bis 35 dieser pro Jahr. Wir haben eine Hochrechnung nur für ein Phänomen. Und das verwirrt. Und das finde ich auch nicht richtig. Das heißt, das müsste in Zusammenhang gesetzt werden. Und wenn ich es richtig verstehe, heißt es im Kern für den Laien, dass die Infektionsrate eine Wachstumskurve ist, die man vorhersagen kann, aber die Todesfallrate oder der Verlauf der Schwere einer Erkrankung, die unterscheidet sich möglicherweise signifikant zwischen Ländern und Gegenden wie sehr stark verdichteten urbanen Gebieten in China, in Wuhan. Das wird ein richtiger Vergleich. Ich kann ja immer nur aus der Wissenschaft reden. Dass China sagt, die genauen Zahlen, ich glaube mindestens ein Faktor 5, Stadt gegen Land ist ein Unterschied. Und deswegen finde ich auch gut, dass wir nicht zentral regiert werden, obwohl das ist ja jetzt der Fall. Aber die einzelnen Länder und Städte und Berlin und München sind Stadt, aber es gibt ja auch noch Land. Also da sind die Situationen unterschiedlich. Ja, so. Sie haben mich verstanden, aber ich möchte noch eines sagen. Herr Drosten, und das hat er öffentlich gesagt und die Frau Bundeskanzlerin hat das sofort aufgegriffen, wir müssen eigentlich die Leute durchinfizieren, damit die Epidemie zum Stillstand kommt. Sie kommt durch diese Maßnahme nicht zum Stillstand. Man höre meine Worte. Und Herr Steeg aus Bonn hat gesagt, vielleicht ist diese Epidemie gar nichts anderes als eine normale saisonale Winterepidemie. Das wissen wir aber erst am Jahresende. Ich bin also nicht die einzige Stimme der Sorge. Und Frau, es gibt ja die 66%-Zahl. Also, wenn wir keine Epidemie mehr wollen, dann kann maximal einer einen anstecken, dann gibt es keine Atombombe. So ist genau diese Replikationsrate definiert. Dann bleibt alles still und ruhig und wächst nicht. Aber wenn das 2 oder 3 ist, einer 3 ansteckt, dann muss man eigentlich fordern, dass 66,6% unserer ganzen Bundesbürger muss dann infiziert sein, damit die Epidemie zum Stillstand kommt. Ja, das sind ja mal, weiß ich nicht, von 80.000 auf 50 Millionen, von 80 Millionen sind das 50 Millionen. Ja, von 10 Millionen haben wir gestern schon geredet. Aber wir lassen überhaupt keine Immunisierung zu. Man kann diese Zahlen nicht auf einem hypothetischen Impfstoff basieren, der vielleicht erst in einem Jahr oder anderthalb Jahren kommt. Vielleicht kommt er schneller. Ich nehme an, Trump will damit seine Wiederwahl retten, nehme ich an. Denn er winkt die ja alle ganz schnell durch und da wird es bald was geben. Aber es muss beachtet werden, dass wir mit unseren Mobilitätseinschränkungen für die jungen Leute, die dürfen sich nicht treffen, die dürfen nicht in eine Bar, die dürfen nicht vom Restaurant sitzen, die dürfen auf dem Rasen nicht sitzen. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Denn diese jungen Leute sollten eigentlich ein bisschen sich untereinander vielleicht eine Immunität aufbauen. Wer darauf baut, ist Boris Johnson. Der ging sehr weit. Der hat gesagt, die Leute soll man alle nicht impfen, die sollen sich alle mal kräftig untereinander anstecken. Das nennt man eine Herdenimmunisierung. Das Wort benutzt er nicht mehr, aber er schließt ja diese, er führt sie praktisch eigentlich durch. Nicht ganz so massiv.
Die Schulen sind nun dort leider auch, oder was heißt leider, sind dort ja. auch geschlossen. Aber nun... Es ist ein Massentrieb. Die Schulen ja. zu schließen ist natürlich, wenn es alle machen und man tut es nicht. Ja. Wir brauchen den Schnelltest, das fordere ich ja überall, und nicht den Schnelltest, den Hoffmann-Lorsch verkauft. Das ist ein Schnelltest, weil man da 4000 Proben durchschleusen kann in 8 Stunden oder 24 Stunden statt 196. Darum ist der schneller. Wäre es denn eine richtige Wiedergabe Ihrer Aussage, wenn man sagt, die jungen Leute, also das heißt auch Schulen und Universitäten, dort diejenigen, die zumindest nicht chronisch krank sind, also die Gesunden, einfach weiter beschulen und unterrichten, damit sich dort auch eine Ansteckung und damit aber auch eine Immunisierung ergeben kann, während man gleichzeitig ja. schwache und alte Menschen isoliert durch Schutzmaßnahmen, indem sie sich dem öffentlichen Verkehr entziehen, ansonsten aber die Wirtschaft ganz normal weitermachen sollte. Wäre das eine faire Überlegung? Ich würde die Studenten rausnehmen. Ich habe eine Cloud-Nummer gekriegt für Zürich. Ich kann meine ganzen Vorlesungen sofort in der Cloud abladen, mit dem Ergebnis, in Zürich das System zusammengebrochen ist mit der Cloud und mit dem IT. Aber das wird man ja reparieren können. Die Schweizer sind da ja sehr viel besser als wir. Also die Studenten sind eine andere Situation. Die sind erwachsen und die können auch sonst was. Die sollte man in die Parks gehen lassen. Aber die Schule und die Kindergärten, da nimmt man eine stochastische Verhaltensweise dieser Jugendlichen durch eine kontrollierte Unterbringung in den Schulen nimmt man weg. Denn man weiß jetzt gar nicht, wer steckt sich wo an, vor allem bei den Kleineren. Und wer ist schon angesteckt? Man kann das in den Schulen und Kindergärten eigentlich besser verfolgen. Zumal anscheinend es so ist, aber da bin ich nicht so genau informiert. Da habe ich nur ein Paper gelesen, dass dieser Rezeptor für dieses Virus bei den Kindern weniger ausgeprägt ist. Das gilt für die Lungenzellen, da geht es vielleicht nicht in die Lunge. Ich weiß nicht, was im Rachen passiert. Die Zahlen habe ich nicht gefunden. Aber man kann diese Jüngeren auch, um die Familienstrukturen zu entlasten, also ich sehe ja im Bekanntenkreis, was dafür Klimmzüge gemacht werden, die Kinder unterzubringen, und die fahren dann von einer Stelle zur anderen, und wer ist da Kontaktperson gewesen, man weiß nicht, was mit denen läuft. Also die Kinder für die berufstätigen Ärztinnen, meine Nichte, da bietet man einen Kita an. Ja, dann kann man ja gleich die Kitas offen lassen. Was ist denn das wie ist das denn dumm? Ja. Also Kinder in die Kita, dann weiß man, wenn da was passiert, kann man das verfolgen. Und in die Schulen, in die höheren Schulen und die Universitäten, die nehme ich aus, die sind erwachsen und die können sich anders beschäftigen. Aber die Familienstrukturen sind schwer belastet. Und dann habe ich noch was ganz Dringendes. Also ich befürchte ja, dass in den nächsten Tagen ein Ausgehverbot kommt. Es wird ja schon immer psychologisch vorbereitet. Und dann sagt so ein Psychologe, das muss man, damit die Bevölkerung schön mitspielt. Also da kommen bei mir die schrecklichsten Assoziationen, das muss ich mal so sagen dürfen, wie man ein Volk vorbereitet. Jetzt kommt ganz sicherlich am Sonntagabend, wird ja schon gesagt, große Pressekonferenz, natürlich YouTube und online. Da wird man dann entscheiden, wie man das Ausgehverbot begründet und wie das kommen wird. Mit der Aktivität der Jungen, die nicht gehorsam genug sind, kann man nur sagen, ja, die machen vielleicht die Immunität, bereiten sie für uns vor. Ich sehe das nicht so negativ, sondern ich sehe das als Chance, dass die, auch wenn sie vielleicht noch ihre Eltern ein bisschen mit anstecken, aber sie bereiten die Immunität vor. 50 Millionen Deutsche müssen durchimmunisiert sein, bevor dieses Ganze zum Stillstand kommt. Die arbeiten dran, ohne dass das... Man sieht jetzt in der Öffentlichkeit immer nur, die Jungen könnten das Virus rumtragen. Aber man kann auch sehen, die Jungen bereiten die Immunität vor. Also die Virologie hat eben oft diese zwei Seiten. Und da mussten Leute rechnen. Und wenn sie rechnen, dann müssen so viele Annahmen gemacht werden, dass man eigentlich nicht gut rechnen kann und weiß, was passiert. Und damit bin ich bei einer Situation, wie jeder Krebskranke heute darf, zwei Meinungen einholen. Die Krankenkasse bezahlt das Einholen einer zweiten Meinung. Und das ist die Situation die zweiten Meinung. Da, wenn Sie einen Orthopäden fragen, dann macht er konservativ. Wenn Sie einen Chirurgen fragen, dann macht er eine Operation. Also das ist natürlich eine Problematik, die haben wir. Und ich habe dazu eine etwas andere Sicht der Dinge, die ich in die Diskussion werfe. Die Politiker müssen sich dann aussuchen, wonach sie entscheiden. Aber heute wurde schon immer von Herrn Wieler gesagt, ja, wir können uns ja irren und vielleicht sind wir viel zu streng, aber das ist jetzt mal die Entscheidung. Und wer unsere politische Führung kennt, wenn die sagen, einmal Kernkraft weg, dann ist immer Kernkraft weg. Also das sind ja da auch
Konsequenzen, die man vielleicht vorher auch mal besser überlegen müsste. Ich weiß es nicht. Ich bin keine Politikerin und ich bin keine Ökonomin. Ich lasse mich nur von einem weinenden Taxifahrer fahren gestern, der sagt, ich kann schließen. Und ich fürchte, wir haben solche dramatischen wirtschaftlichen Einbrüche, das wird man gar nicht absehen können. Und die Zeche zahlen die Jungen zum Schutz jetzt der Krankenhäuser, die man ja erstreckt, die Entwicklung, weil damit die Krankenhäuser das schaffen, da kann ich nur sagen, wieso hat man denn die 60.000 geschafft vor 2 Jahren? Das ist meine Frage. Frau Professor Karin Mölling, ganz herzlichen Dank. Ich will das mal so zusammenfassen. Die Jungen laufen lassen, sich selbst schützen, Hygienemaßnahmen einhalten. Ja, klar. Und gleichzeitig aber dann auch die Schutzbedürftigen, die Geschwächten und alten Personen, die isolieren bzw. die rausnehmen aus dem Kontakt mit möglicherweise infizierten Personen. Ist das eine richtige Zusammenfassung Ihrer Haltung? Ja, das ist meine richtige Zusammenfassung. Und ich habe ja versucht, das zu begründen aus der großen Situation der verfügbaren Zahlen. Damit habe ich es versucht zu begründen. Ich bin ja nicht ganz allein. Es gibt ja noch ein paar mehr, die sagen, das ist eine Panik. Weltreaktion, da gibt es Herrn Gigerenz, habe ich eben einen Artikel zugeschickt bekommen. Und das ist wirklich einer, der sich nicht so schnell provozieren lässt. Es gibt auch sonst Probleme bei anderen Leuten, die sagen, das kann man nicht handhaben. So, wo geht denn das Leben hin? Und es zahlen eigentlich die nächste Generation, zahlt die Zeche. Und da schreiben mir alt oder rufen mich an und sagen, wir haben wahrscheinlich die beste Generation gehabt. Lange Frieden. Reichtum, Zunahme von allem, Gesundheitszunahme, es werden so viele Leute 80, 90. Ich bin auch bald 80, ich will auch noch nicht sterben. Also ich bin eine von denen, die sagt, ich nehme auch noch Mundschutz. Das habe ich noch nicht gesagt. Ich bin der Meinung, wir sollten unbedingt den Mundschutz, der wurde klein geredet, das ist unerhört. Jeder Zahnarzt hat einen Mundschutz, in meinem Institut hatte jeder Mundschutz. Das ist das Beste, was man nehmen kann, wenn man nichts anderes hat. Hundertprozentig ist er nicht, wenn wir keinen haben, dann ziehen wir unseren Schal hoch, wenn wir reingehen zum Supermarkt und wieder runter, wenn wir rausgehen. Geniert man sich nicht so, ist etwas Schutz vor der Tröpfcheninfektion. Das Wort muss man buchstabieren. So breiten sich diese Viren der Lunge aus, im Wesentlichen oder des Halses. Tröpfchen, mit den Speicheltröpfchen. Und da sitzt das Virus drin und das wird sicher zurückgehalten durch einen Schal, jeden zweiten Tag wechseln, einfach liegen lassen, das Virus stirbt von alleine. Und dann, wenn man keine Masken hat, und die Masken sind für uns ja sehr genierlich. Und noch was, draußen sein für die Alten. Ich bin das gefragt worden bei Phoenix. Ja, unbedingt. Draußen ist frische Luft. Draußen hat sich noch niemand angesteckt. Zweitens ist da die Sonne, die ultraviolette Strahlung. Wenn Sie wissen wollen, was die macht, dann gehen Sie mal durch ein Büro, durch ein Wissenschaftszentrum, wo das bengalische Licht leuchtet, das UV-Licht. Da hat man eine UV-Lampe angesteckt, meistens über sogenannten Abzughauben. Da werden die Viren und die Bakterien mit UV-Licht getötet. Ich denke mir, wenn das jemand hört, kann er ja mal ein Big Business machen mit schicken UV-Lampen. Das würde auch helfen. Vielleicht in Fliegern, vielleicht auf Sitzen in Zügen. UV über Nacht angeschaltet, da muss man nicht putzen, da kann man das töten. Aber UV macht ja vielleicht die Sessel kaputt, weiß denn ich. Also, ich bin dafür, dass man die Leute rauslässt, auch die Alten, unter der Prämisse, die ich Ihnen jetzt eben genannt habe. Danke. Wünschen wir uns, dass Ihr Wort als Lehrstuhlinhaberin an der Universität Zürich, als ausgewiesene Expertin für Virologie gehört werde bei unseren Hörern, aber auch dann weitergegeben werde an Verantwortliche in der Politik, damit die Debatte vielleicht noch einmal in Gang kommt und nicht schon alles zu spät ist. Es gibt Möglichkeiten, die jetzige Situation durch das Coronavirus Covid-19 anders zu beherrschen, sagt Professor Dr. Karin Mölling. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Gerne.